Heute möchte ich mit euch das Unternehmen BASF aus Deutschland analysieren. BASF ist der weltweit größte Chemiekonzern und sollte jedem von euch ein Begriff sein. Wir werden uns in dieser Analyse anschauen, wie BASF seine Umsätze erzielt, wie die Branche, der Markt an sich entwickelt hat und vielleicht künftig entwickeln wird. Wir werden uns auch anschauen, wie die Aktie aktuell bewertet ist, ob sich ein Einstieg lohnt oder ob man allenfalls noch etwas warten sollte. Wenn dich das Ganze interessiert, dann bleib doch einfach dran. Mein Name ist Matthias Christen und ich helfe Menschen dabei, langfristig an der Börse zu investieren, sei es via Einzelaktien, ETF oder Optionen. Heute werden wir uns, wie gesagt, den Chemiekonzern BASF unter die Lupe nehmen und deshalb gehen wir doch gleich rein in die Analyse. Zunächst einmal möchte ich den Aktienverlauf von BASF verglichen mit den Konkurrenten über die letzten Jahre anschauen und hier gehen wir gleich mal in den 10-Jahres-Vergleich rein. Wir haben jetzt hier BASF, Bayer und den Chemiekonzern aus den USA Dow verglichen mit dem DAX. Ich habe hier den DAX zum einen mit Dividende und den DAX rein als Performance-Index aufgezeigt, um hier mal die Unterschiede auch etwas zu sehen. Und über die letzten 10 Jahre, muss man einfach sagen, zeigt sich hier leider ein sehr trauriges Bild. Wir haben bei BASF eine Minusrendite von fast 36% hinnehmen müssen. Bei Bayer war es minus 28%, bei Dow minus 13% und beim DAX waren es ohne Dividende plus 25%, mit Dividende plus 67%. Jetzt habe ich hier beim Geschäftsbericht von BASF aus dem Jahr 2021 noch weitere interessante Vergleiche gefunden. Zum einen wird der Kursverlauf auch mit dem MSCI World Chemicals Index verglichen. Im Jahr 2016 bis 2021 erreichte dieser Index jährlich eine Rendite von 12,3%. Mit BASF hättest du jährlich minus 2,4% Rendite erzielt. Und das ist mit Dividende. Also die Dividende ist hier bereits eingerechnet. Bei den Jahren 2011 bis 2021, also über einen längeren Horizont, sieht es etwas besser aus. Da hättest du inklusive Dividende 5,7% Rendite erzielt pro Jahr bei BASF. Beim MSCI World Chemicals Index wären es auch etwa 12% gewesen. Also der hätte ganz klar outperformed. Jetzt müssen wir uns aber das Ganze auch mit Dividende anschauen. Weil wir haben jetzt vorhin den 10-Jahres-Vergleich ohne Dividende gesehen und bei diesen Unternehmen, die zahlen alle relativ hohe Dividenden, vor allem BASF. Und deshalb wäre es ungerecht, wenn man diese Dividende einfach rausrechnet. Die sollte dann auch hinzugezählt werden. Da zeigt sich ein etwas anderes Bild. Dann hätte man jetzt über 10 Jahre 2,2% Rendite erzielt. Ohne Dividende wäre es eben minus 36% gewesen. Da sieht man mal, wie viel das ausmacht. Aber nichtsdestotrotz ist das ein sehr schlechtes Ergebnis. Bei Dow wären das inklusive Dividende plus 4,6%, bei Bayer minus 6,5%. Der DAX bleibt natürlich gleich, plus 64%. Da ist die Dividende natürlich schon eingerechnet. Im 5-Jahres-Vergleich ohne Dividende Bayer minus 59%, BASF minus 53%, Dow minus 7%, der DAX minus 6%. Inklusive Dividende im 5-Jahres-Vergleich, Bayer minus 50%, BASF minus 39%, der DAX minus 6%. Lediglich Dow hätte hier 11% Rendite innerhalb 5 Jahre erzielt. Der 1-Jahres-Vergleich, hier gehen wir gleich mit Dividende rein, wäre bei BASF minus 29%, der DAX und Dow wären minus ca. 19%. Lediglich Bayer hat im 1-Jahres-Vergleich inklusive Dividende ein leichtes Plus von 0,5% erzielt. Jetzt schauen wir uns mal an, wie BASF im Vergleich zur Konkurrenz dasteht, rein von der Größe her. BASF ist mit Abstand weltweit der größte Chemiekonzern und hat einen Umsatz von ca. 89 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 erzielt. Auf Rang 2 folgt der Chemiekonzern Dow aus den USA mit ca. 55 Milliarden
US-Dollar-Umsatz. Und auf Rang 3 folgt dann Bayer mit ca. 50 Milliarden US-Dollar Umsatz im Jahr 2021. Also man sieht hier, BASF ist man mit Abstand der weltweit größte Chemiekonzern. Wer sitzt nun an der Spitze dieses Chemiekonzerns? Das ist Dr. Martin Brudermüller und er ist bereits 1988 in den Konzern eingetreten und wurde dann 2006 Mitglied des Vorstands von BASF, 2011 wurde er stellvertretender Vorstandsvorsitzender und 2018 wurde er dann schließlich Vorsitzender des Vorstands von BASF. Als ein wirklich alteingesessener Veteran des BASF-Konzerns, der dieses große Schiff nun leitet. Schauen wir uns mal den Geschäftsbericht 2021 an, zwar aus einer anderen Perspektive. Ich möchte jetzt hier noch nicht auf die Kennzahlen allgemein eingehen, sondern einfach mal aufführen, wo BASF hier den Fokus drauf legt, mit welchen Argumenten sie hier schlussendlich auch argumentieren und was sie hier aufzeigen. Und es scheint dem Konzern sehr wichtig zu sein, den Aktionären und den Stakeholdern hier aufzuzeigen, dass man bis im Jahr 2050 komplett klimaneutral agieren will. Und das ist für so einen Chemiekonzern natürlich schon ein Wahnsinnsmeilenstein, wenn man das wirklich erreichen könnte. Und man ist hier sehr zuversichtlich, dass das klappt. Ob es dann bis 2050 soweit ist oder dann vielleicht noch ein paar Jahre länger geht, sei dann dahingestellt. Aber man ist bestimmt schon mal auf einem guten Weg, weil man reduziert eigentlich jährlich bereits die Emissionen. Man ist überzeugt im Konzern, dass CO2-freie Produkte künftig sehr stark nachgefragt werden, allein einfach aus regulatorischer Sicht, aber auch Unternehmen können natürlich solche Produkte ja etwas besser verkaufen, das kommt gut an bei den Leuten und deshalb geht man auch davon aus, dass man hier in diesem Markt künftig etwas höhere Margen erzielen kann und deshalb möchte man hier eine Pole Position einnehmen. Was auch interessant ist, dass aus dem Geschäftsbericht ersichtlich ist, dass man hier immer wieder betont, dass man unzufrieden ist mit der Entwicklung des Aktienkurses. Und deshalb betont man auch immer wieder, dass zwar die Rendite, die Performance des Kurses nicht so optimal verlaufen ist, aber dass man ja ein Unternehmen ist, ein Konzern ist, der sehr hohe Dividenden zahlt und diese Dividenden auch sehr konsistent über die letzten Jahre erhöht wurden. Und man spricht hier von einer anspruchsvollen Dividendenpolitik, die man verfolgt und diese soll auch in den nächsten Jahren so weitergeführt werden. Man ist überzeugt, dass der aktuelle Aktienkurs stark unterbewertet ist und deshalb gibt es jetzt seit Jahren wieder mal ein Aktienrückkaufsprogramm über 3 Milliarden Euro, das man bereits angefangen hat. Also es wurde bereits Aktien zurückgekauft und das soll jetzt auch noch weitergeführt werden, was natürlich für den Aktienkurs grundsätzlich erstmal positiv zu werden ist. Gut, jetzt schauen wir uns mal die einzelnen Segmente an von BASF. Wo ist man überhaupt tätig? Was macht das Unternehmen, der Konzern überhaupt? Und hier könnte ich jetzt wahrscheinlich 10 Stunden lang mit euch darüber reden, was BASF für einzelne Produkte macht, in welchem Segment man tätig ist und man hätte noch kein Ende gefunden. Also der Konzern ist quasi überall, fast in jedem Produkt, mit dem du zu tun hast, das du in die Hand nimmst, ist wahrscheinlich früher oder später irgendwo BASF auch mit involviert als Zulieferer. Und ich möchte hier gar nicht zu tief ins Detail reingehen, ich möchte dir aber jetzt einzelne Punkte, einzelne Produkte zeigen, wo man tätig ist, damit du einfach mal ein Gespür bekommst, was BASF überhaupt macht. Man unterteilt das Ganze eigentlich in 6 Segmente, in das Segment Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Service Technologies, Nutrition and Care and Agricultural Solutions. Und das tönt jetzt alles sehr, sehr, nichtssagend für einen Laien. Und deshalb empfehle ich dir wirklich, wenn du Zeit hast und Interesse hast, dass du dir mal die Webseite anschaust von BASF. Du findest für jedes Segment findest du sehr umfangreiche Informationen, wo man überhaupt tätig ist, was für Produkte man macht. Das Ganze ist sehr schön dargestellt, immer kurz beschrieben, erklärt, auch für Laien sehr gut verständlich. Ich möchte hier dir mal ein paar Auszüge zeigen, um einfach aufzuzeigen, wo man wirklich jetzt überall präsent ist mit BASF. Man ist im Automobilbereich, im Flugverkehr tätig, zum Beispiel im öffentlichen Verkehrsmittel. Wahrscheinlich jedes Teil, das du anfasst, hat irgendwas mit BASF auch
Beinhaltet ihn welche Produkte von BASF, zum Beispiel Lackierungen, Leichtbauböden, Batterietechnologien, Schmierstoffe, Dichtmittel, Klebemittel. Also überall ist irgendwas in der Chemikalie von BASF vertreten. Auch im Automobilbereich, da geht es vor allem um Emissionsreduzierungen, um Wärmemanagement, Elektromobilität, niedriger Kraftverbrauch. Also das sind alles auch Passwörter und Bereiche, die absolut zukunftsfähig sind und die in Zukunft absolut auch gefragt sein werden. Auch in der Luft- und Raumfahrt ist man vertreten. Man macht hier vor allem auch Beschichtungen für die Flugzeuge, und damit diese aerodynamischer fliegen können, damit mehr Kraftstoff eingespart werden kann. Ganz vielseitig ist man hier unterwegs. Auch in puncto Baumanagement, Bautechnologie ist man vertreten, da geht es vor allem um Dämmstoffe. Auch hier geht es wieder darum, CO2-Emissionen zu reduzieren, damit einfach Wärme, die in den Räumen produziert wird oder eingespiesen wird, möglichst lange auch drin bleibt und nicht verpufft. Da gibt es auch Produkte wie Styropor, die sagen dir vielleicht was. Da ist man wirklich in ganz vielen Bereichen tätig. Beispielsweise auch im Asphalt, da wird darauf geachtet, dass man Produkte entwickelt, welche weniger Abrieb erzeugen, auch bei den Reifen, dass möglichst das Ganze umweltverträglicher wird, auch Kraftstoff eingespart werden kann. Ganz viele Themen, die hier bearbeitet werden. Und natürlich das Thema Plastik. Also man stellt natürlich keine Regenmäntel her oder Gummistiefel, aber schlussendlich werden die ganzen Weichmacher und Inhaltsstoffe von Plastikprodukten hergestellt. Und hier dient man als Zulieferer für x hunderte, tausende Konzerne weltweit. Auch zum Beispiel hier bei Reifen. Zusatzstoffe, die wie Weichmacher etc. Man ist bei Farben involviert für Inhaltsstoffe von Farben, damit diese auch wirklich farbtreu bleiben, lang anhalten, entweder schnell trocknen oder langsam trocknen, was auch immer. Also auch da sehr vielseitig. AdBlue ist eine Marke zum Beispiel, wo man entwickelt. Das ist für jeden, der ein Dieselfahrzeug fährt, sollte das ein Begriff sein. Man ist auch in Bereichen wie zum Beispiel Indoor Air Quality ist man hier vertreten, und man schaut, dass die Belüftung, die Luft von Innengebäuden, dass die sauberer ist, bessere Qualität aufweist, teilweise auch Gerüche etc., wo man hier entwickelt. Auch im Lebensmittelbereich wird geschaut, dass das Brot schön fluffig oder knusprig bleibt, was auch immer gewünscht ist, dass dein Eis im Kino auch immer schön die gleiche Konsistenz hat. Das sind Zusatzstoffe drin, die man entwickelt. Auch Farbstoffe im Lebensmittelbereich werden entwickelt. Stabilisatoren etc. Also du siehst, das Produktportfolio von BASF ist unglaublich groß, und ich empfehle dir wirklich mal auf die Webseite zu gehen von BASF und die ganzen Bereiche mal anzuschauen. Ist eigentlich eine Pflichtlektüre für alle Aktionäre, oder wenn du Aktionär werden willst, solltest du dir wirklich da dich überall mal reinlesen, damit du einfach mal ein Verständnis hast, was das Unternehmen überhaupt alles macht. Okay. Das sind jetzt so die Segmente von BASF. Jetzt schauen wir uns mal an, wie sich denn grundsätzlich die Branche entwickelt hat in den letzten Jahren. Die chemisch-pharmazeutische Industrie weltweit ist relativ stark gewachsen. Vor allem weltweit sieht man jetzt hier, seit 2004 wurde jährlich ein Umsatz von 1,9 Billionen Euro erwirtschaftet. 2021 waren das bereits 5,8 Billionen, also ein sehr schönes Wachstum in diesem Markt vorhanden. In Europa war das Wachstum deutlich geringer. Es gibt zwar ein Wachstum, aber das ist wirklich, man sieht es hier schon von der Kurve, deutlich gedämmt. Genau, das widerspiegelt jetzt eigentlich die Vergangenheit. Wie könnte sich das in Zukunft entwickeln? Ich habe hier eine Statistik gefunden, die den ganzen Chemiemarkt weltweit bis ins Jahr 2035 prognostiziert. Diese Studie ist zwar bereits aus dem Jahr 2018, aber ich denke, es ist trotzdem interessant zu sehen, dass man in den ganzen einzelnen Bereichen, wo BASF vertreten ist, dass man hier eigentlich ein Wachstum sieht oder prognostiziert wird. In gewissen Bereichen das mehr, gewisse etwas weniger. Du kannst dir das mal im Detail anschauen. Aber grundsätzlich geht man hier schon auch von einem Wachstum aus. Einfach rein, wenn sich die Wirtschaft positiv entwickelt, wenn mehr produziert wird,
Da ja BASF in jedem Produkten quasi vertreten ist, profitiert man einfach automatisch davon, wenn die Wirtschaft wächst. Und wenn man seine Marktstellung halten kann, dann natürlich umso besser. Jetzt ist das Ganze sehr vergangenheitsgerichtet, zukunftsgerichtet. Wie sieht es denn jetzt eigentlich aktuell aus? Wir haben jetzt hier im letzten Jahr, im Jahr 2021, einen relativ starken Umsatz, ein starkes Umsatzwachstum erzielt von über 30%. Und jetzt muss man sich einfach fragen, wie nachhaltig ist das und woher kommen diese Umsätze? Ich habe jetzt hier auch einen Bericht vom Handelsblatt gefunden mit der Schlagzeile: Die Chemiebranche profitiert kurz und stark von Preisanstiegen, Prognosen jedoch schlecht. Also, kurzfristig konnte man den Umsatz wirklich schön steigern, um über 30%. Also man hat 2021 einen Umsatz von ca. 78,5 Milliarden US-Dollar erzielt. Das war im Jahr vorhin noch weniger als 60 Milliarden US-Dollar. Das wäre grundsätzlich eine Wahnsinnszahl. Da könnte man jetzt sagen, ja, okay, hat das mit Corona zu tun. Einfach der Nachholbedarf, der hier stattgefunden hat. Das ist vielleicht eine kleine Argumentation, die zutreffend ist. Aber grundsätzlich sieht man das jetzt hier im Geschäftsbericht 2021, aber auch im Halbjahresbericht 2022, dass der Hauptanteil dieses Umsatzwachstums zurückzuführen ist auf Preissteigerungen. Also 2021 wurde lediglich 6,3 Milliarden Umsatzsteigerungen durch mehr Produkte, also Produkte, die mengentechnisch mehr verkauft wurden, erzielt. Und der allergrößte Anteil kam über Preissteigerungen, die schlussendlich dann den Umsatz beschleunigt haben. 2021 sieht es noch extremer aus, da gab es sogar einen Rückgang der Mengen, die abgesetzt wurden. Man konnte trotzdem 17,6% mehr Umsatz erzielen im ersten Halbjahr verglichen mit dem Halbjahr 2021 und das ist einfach auch wieder auf Preiserhöhungen zurückzuführen, aber auch auf Währungseffekte, positive Währungseffekte. Und das muss man sich einfach im Hinterkopf behalten, wenn man solche Zahlen sieht, Umsatz gestiegen, dann hat das nicht in erster Linie damit zu tun, dass jetzt die Nachfrage wahnsinnig angestiegen ist. Nein, das ist jetzt hier wirklich so, dass man einfach aufgrund gestiegener Rohstoffpreise es auch geschafft hat, die Umsätze, also die Preise anzuheben und offenbar sind die Kunden bereit gewesen, diese Preise auch zu bezahlen. Das kann zum einen ein gutes Zeichen sein, dass man eine gewisse Preissetzungsmacht hat. Also offenbar sind die Produkte so gut und wichtig oder man hat eine Monopolstellung, dass man einfach nicht ausweichen kann auf einen anderen Anbieter. Aber es kann einfach auch zeigen, eben, dass man es halt nicht mehr so schafft, stark zu wachsen aufgrund von mehr Mengen, die abgesetzt werden und muss das dann halt über Preiserhöhungen machen. Also das ist zwiespältig, kann man das Ganze sehen. So lässt sich das vielleicht zusammenfassen. Schauen wir uns mal an, wo denn genau diese Umsätze erzielt werden, in welchen Segmenten. Wir haben die Segmente schon mal kurz angeschnitten. Jetzt schauen wir uns mal an, was das umsatztechnisch ausmacht. Also das wichtigste Segment ist hier der Bereich Service Technologies, also die ganzen Beschichtungen, die hier auch reinfließen. Ist auch für die Automobilindustrie hier sehr relevant. Das sind ca. 29% des Gesamtumsatzes. Danach folgen Materials mit 19%, Chemicals mit 17%, Industrial Solutions 11%, Agricultural Solutions 10%, Nutrition and Care 8% und dann noch andere mit 4,7%. Wenn du jetzt wirklich wissen willst, was hier genau die einzelnen Komponenten sind, kannst du, wie gesagt, mal auf die Webseite gehen und da wird das alles schön aufgeführt. Das würde jetzt den Rahmen einfach sprengen, wenn ich jetzt hier im Detail eingehe. Jetzt schauen wir uns mal den Gewinn an. Kommen wir mal weg vom Umsatz und da zeigt sich einfach auch ein Verhaltensbild. Also man sieht hier starke Schwankungen. Das Geschäft ist, man sieht, dass man es einfach mit einem zyklischen Unternehmen zu tun hat, das sehr stark von der wirtschaftlichen Entwicklung weltweit abhängig ist. Und das zeigt sich natürlich jetzt hier auch während der Corona-Krise, dass man hier sehr stark gelitten hat. Man muss aber auch hier sagen, dass im Jahr 2020 zwar ein Verlust von minus 191 Millionen ausgewiesen wurde, das aber natürlich auch Sondereffekte beinhaltet. Wenn man das bereinigen würde, um Wertabschreibungen, also Wertberichtigungen und Abschreibungen aufgrund von Corona,
hätte man hier durchaus noch einen Gewinn von ca. 3,5 Milliarden ausgewiesen. Also das ist hier etwas, muss man etwas mit Vorsicht betrachten. Aber nichtsdestotrotz sieht man einfach, dass starke Schwankungen sind. In den letzten Jahren ist der Gewinn auch stark zurückgekommen. Das war nicht nur ein einmaliges Jahr, wo das nicht so gut lief. Jetzt 2021 hat man wieder einen relativ guten Gewinn ausgewiesen, eben aufgrund dieser Umsatzsteigerungen. Die konnten dann ein Stück weit auch wirklich in Gewinn umgewandelt werden. Das ist positiv zu bewerten. Aber es ist einfach keine wirkliche Dynamik vorhanden im positiven Sinne. Man sieht, dass das Gewinnpotenzial, das Wachstumspotenzial vom Gewinn ist sehr, sehr begrenzt und viel Wachstumsfantasie sehe ich da auch nicht mehr. Also das ist wirklich ein alteingesessener Konzern, wo man wirklich schon sehr gut positioniert ist weltweit und ein weiteres Wachstum einfach sehr schwierig wird. Das zeigt sich hier einfach wieder aufgrund dieser Kennzahlen. Schauen wir uns mal die Ausgaben für Forschung und Entwicklung an. Da sieht man eigentlich ein positives Bild. Die Ausgaben sind jedes Jahr gewachsen. Aktuell gibt man ca. 2,2 Milliarden Euro aus für Forschung und Entwicklung. Das zeigt einfach auch, dass man weiterhin viele Patente anmelden kann, innovativ ist. Und für mich ist es für so einen Konzern immer wichtig zu sehen, dass man das ganze Thema ernst nimmt, dass man hier sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruht, sondern weiter investiert in die Weiterentwicklung von Produkten. Und das ist hier definitiv gegeben bei BASF. Jetzt schauen wir uns noch den Umsatz an, geografisch, wo dieser erzielt wird. Der wichtigste Markt für BASF ist eigentlich grundsätzlich Europa. Es ist hier nur ein bisschen anders ausgewiesen. Also als Einzelsegment wird hier die USA ausgewiesen mit 25% Umsatzanteil. Danach folgt Europa mit 24%. Hier ist aber Deutschland nicht eingerechnet. Würde man jetzt Deutschland auch noch einrechnen, das 16,2% ausmacht, wäre eigentlich Europa der wichtigste Markt für BASF. Danach kommt China mit ca. 14,5% des Umsatzes, der da erzielt wird. Und dann Asia Pacific ohne China natürlich, ca. 11,8%. South America, Africa, Middle East noch 5,6% und Nordamerika noch 3%. Gerade China ist für BASF ein wichtiger Wachstumsmarkt, da auch die Automobilindustrie da immer stärker wird, gerade im Elektromobilitätsbereich. Und da möchte man auch weiterhin stark wachsen. Jetzt gehen wir mal in den Aktienfinder rein, also die Webseite Aktienfinder, die kannst du wirklich sehr gute Grafiken sehen, Analysen finden. Und die zeigt uns jetzt hier ein grafisches Bild der Umsatzentwicklung und Margenentwicklung auf. Und grundsätzlich sehen wir hier eigentlich schön steigende Umsätze. Es schwankt einfach sehr stark, eben das ist sehr ein zyklisches Geschäft, aber über 20 Jahre hinweg kann man hier eigentlich schon steigende Umsätze sehen. Natürlich auch inflationär bedingt. Das sind nicht exorbitante Umsatzraten wie im Technologiesektor, aber es ist ein Umsatz vorhanden. Was hingegen weniger schön ist, ist die sinkende Bruttomarge, die man hier sieht. Die ist zurückgegangen, jetzt nicht extrem, aber doch von schlussendlich irgendwie hier 35% im Jahr 2000 bis jetzt aktuell auf etwa 25%. Also da sieht man jetzt aber, dass sich da offenbar ein bisschen Boden gebildet hat. Also seit circa 10 Jahren hat sich diese nicht mehr großartig verändert. Also da fängt man sich offenbar in diesem Bereich und kann diese Marge auch halten. Das Ganze auch an der Nettomarge, die liegt aktuell bei 6,4%. Die war auch schon etwas höher. Man prognostiziert hier durchaus noch weitere Rückgänge, weil halt einfach in Zukunft die ganze Wirtschaftsdynamik nicht so rosig aussieht und da erwartet man dann schon noch gewisse Rückgänge, auch bei der Profitabilität. Jetzt gehen wir mal in die Gewinne, die Margensituation, die Gewinne in Cashflow und Dividendensituation rein. Und auch hier zeigt sich natürlich ein sehr buntes Bild. Also die Gewinne, die schwanken sehr stark, eben es ist ein zyklisches Unternehmen, das sieht man nicht nur bei den Umsätzen, das schlägt logischerweise danach auf die Gewinne durch. Hier eben im Jahr 2020, dieser Verlust, den muss man etwas anders betrachten, da sind Sondereffekte drin, ohne diese hätte man trotzdem einen Gewinn ausgewiesen. Was jetzt aber hier vor allem relevant ist, ist die Dividendenentwicklung.
weil BASF halt eben kein Unternehmen ist, das man kauft, weil man exorbitante Kurswachstumsrenditen erwartet, sondern man möchte wahrscheinlich eher von der langfristig steigenden Dividende profitieren. Und die Dividende, die steigt tatsächlich kontinuierlich und gleichzeitig aber auch die Ausschüttungsquote. Das muss man immer ein bisschen im Auge behalten. Aktuell hat man noch Spielraum, aber es gab dann auch Jahre, eben, wo dann halt die Gewinne etwas zurück sind, wo man schlussendlich eigentlich mehr als 100% Ausschüttungsquote hatte. Und da wird es natürlich problematisch. Solange die Gewinne etwa so bleiben, vielleicht hoffentlich dann doch auch wieder etwas gesteigert werden können, dann sehe ich kein Problem, dann sollte die Dividende weiter steigen können. Wenn jetzt aber irgendwelche größeren Problematiken auftauchen, Abschreibungen kommen oder ja, die Wirtschaft sich weiter eintrübt, dann ist natürlich irgendwann dann auch mal die Gefahr da, dass die Dividende nicht mehr weiter gesteigert werden kann oder sogar gesenkt werden könnte. Sollte das eintreffen, dann wäre das wahrscheinlich ein Horrorszenario für jeden BASF-Aktionär, weil halt BASF wirklich von dieser hohen Dividende, aktuell 8,5% Dividendenrendite, lebt. Aber es ist aktuell bestimmt nicht so, dass es eine Problematik wäre. Das ist eigentlich für mich auch das einzige Argument, in dieses Unternehmen aktuell zu investieren, weil halt einfach die, ja, die Wachstumsperspektive sonst eher ja, mäßig ausfällt. Schauen wir uns mal die Bilanz an, die Verschuldung. Das sieht eigentlich sehr gut aus, kann man so sagen. Das sieht grundsolide. Man hat eine Schuldenquote von ca. 52%. Das ist für so einen Industriekonzern, Chemiekonzern eigentlich grundsätzlich positiv. Die verzinste Schuldenquote lediglich 26%. Somit Gesamtschulden von ca. 50 Milliarden Euro ist locker gedeckt über das Kernvermögen, 85 Milliarden Euro. Also von einer Überschuldung etc. überhaupt nichts zu sehen. Auch der Goodwill mit lediglich 7,5 Milliarden Euro ist nicht problematisch. Sollte es hier mal größere Abschreibungen geben, weil man vielleicht zu viel bezahlt hat für irgendwelche Übernahmen oder so, ist das absolut begrenzt, das Risiko. Also rein bilanztechnisch ein grundsolides Unternehmen, sehr stark finanziert, absolut auch krisenresistent, wenn es hier mal ein paar Jahre länger schwierig wird. Sehe ich jetzt hier keine großen Ausrufezeichen, Problematiken, die man beachten müsste. Gehen wir mal auf die Aktienrückkäufe ein. Da gab es lange Zeit keine Rückkäufe mehr. Seit 2008 bis 2021 wurden keine Aktien mehr zurückgekauft. Wie bereits anfangs erwähnt, hat man jetzt seit langem wieder mal ein Aktienrückkaufsprogramm gestartet. Das ist ein positives Signal. Das Unternehmen, das Management signalisiert damit, dass man davon ausgeht, dass der Aktienkurs zu tief bewertet ist. Man kauft eigene Aktien zurück. Diese können eingespeichert werden und somit dann quasi für Übernahmen auch wieder verwendet werden. Und das stärkt natürlich den Kurs von BASF und ist einfach grundsätzlich ein positives Signal. Für alle Aktionäre natürlich ein schönes Zeichen. Jetzt gehen wir in die Bewertung rein von BASF anhand von verschiedenen Kennzahlen, anhand von verschiedenen Multiples. Und da muss man einfach sagen, egal welche Kennzahl man anschaut, rein fundamental kommt von dem KGV, Kursumsatzverhältnis, Kurs-Cashflow-Verhältnis, ist man hier einfach sehr stark unterbewertet, wenn man das historisch vergleicht. Beim bilanzierten KGV liegt man aktuell bei ca. 7. Im historischen Kontext über die letzten 10 Jahre war man hier mehr als doppelt so hoch, bei ca. 14,8. Auch beim bereinigten KGV liegt man bei lediglich 6. Das war historisch, lag das etwa bei 13,6. Auch das Kurs-Cashflow-Verhältnis aktuell 5,7. Ganz klar unter dem historischen Schnitt von 8,7. Auch Kurs-Umsatzverhältnis aktuell 0,4, das ist historisch ca. bei 1 gelegen. Also all diese Zahlen, die deuten auf eine starke Unterbewertung hin, dass das Unternehmen gemäß dieser Kennzahlen wirklich, wirklich sehr günstig bewertet ist. Schauen wir uns das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive an. Dass der blaue Kursverlauf, eben das ist der Aktienkurs von BASF, und die ganzen Linien, die hier farbig eingezeichnet sind, sind die Fair Values anhand von anderen Kennzahlen. Und hervorheben möchte ich jetzt hier die gepunktete
braun-gelbe Linie, was ist das, braun? Ja, ich glaube, das sollte braun sein, wenn ich nicht farbenblind bin, dann kann man sich hier sehr gut an dieser Linie orientieren. Also der Kursverlauf über die letzten 10 Jahre hat sich hier plus minus immer wieder an diesem Fair Value eigentlich orientiert. Also das sieht man hier eigentlich ganz gut. Bis jetzt zuletzt hier, aktuell, ist eigentlich das komplette Gegenteil passiert. Also der Fair Value hätte uns eigentlich prognostiziert, dass der Kurs stark ansteigen sollte, und es ist genau das Gegenteil passiert. Der Kurs ist sehr stark gefallen jetzt hier im letzten Jahr. Und das ist natürlich auch darauf zurückzuführen, dass wir jetzt zwar einen einmaligen positiven Effekt hatten auf den Gewinn, auf den Umsatz, weil man einfach anhand von Preissteigerungen eben den Umsatz und den Gewinn relativ stark erhöhen konnte. Die Frage ist einfach, wie nachhaltig ist das? Das habe ich vorhin schon erwähnt. Und offenbar geht der Markt davon aus, dass das nicht sehr nachhaltig ist, dass das nur ein kurzer Effekt war und dass sich das langfristig dann wieder auf das ursprüngliche normale Level dann wieder zurückbewegen wird. Und deshalb ist man hier nicht mitgezogen mit diesem Fair Value, der eigentlich gegeben wäre, weil es halt wirklich eher als Sondereffekt gesehen wird. Nichtsdestotrotz, wenn man das etwas langfristiger betrachtet, sieht man hier aus, dass die Prognose des Fair Values dann eben wieder zurückkommen sollte. Und bis im Jahr 2025, wenn man jetzt diesem Fair Value etwas Wert schenken möchte, hätte man theoretisch ein Kurspotenzial von 113%. Und ganz unrealistisch ist das durchaus nicht. Sollte sich die wirtschaftliche Lage etwas verbessern und man sieht hier wieder etwas Licht am Horizont, dann ist das eigentlich relativ typisch für Zykliker, dass diese dann auch relativ stark wieder im Kurs steigen werden. Die Frage ist einfach, ist jetzt der richtige Moment, um einzusteigen? Oder greift man noch in ein fallendes Messer? Und man weiß ja auch noch nicht, wie es wirklich weitergeht. Wenn die Wirtschaft weiterhin leidet, dann wird BASF entsprechend auch sehr stark leiden. Weil man ist ja Zulieferer der Industrie und kann sich deshalb hier nicht absetzen. Also gehen wir mal in die technische Analyse rein und schauen uns, was der Kurs uns vielleicht verraten könnte. Man sieht jetzt hier den Kurs seit 2008 von BASF. Und da gibt es eigentlich zwei, drei Hinweise, die man jetzt hier relativ schnell rauslesen könnte. Zum einen hat man hier eine Unterstützungslinie um die 40 rum, das liegt circa bei 40, 41 Euro. Die wurde in den letzten 10 Jahren eigentlich nie unterschritten. Die hat hier gehalten, die hat hier relativ gut gehalten, ist zwar kurz runtergerauscht während Corona, ein Tiefspunkt, aber auf Monatsende, das sind Monatskerzen, konnte man sich hier immer gut halten. Und aktuell wird sich jetzt hier sehr stark zeigen, ob das gehalten wird. Man hat hier bereits jetzt im letzten Jahr einige Male diese magische Linie, sage ich jetzt schon fast, unterschritten, es dann aber immer wieder geschafft, bis Monatsende eigentlich, ja, schlussendlich einfach dann wieder ungefähr in diesem Bereich sich zu halten. Deshalb würde ich empfehlen, das Ganze wirklich sehr gut im Auge zu behalten. Kann man hier um diese 40 Euro, 41 Euro rum, kann man sich da halten? Oder geht es dann weiter runter? Wenn das wirklich nachhaltig unterschritten wird, dann ist es ein klares Signal, dass der Kurs noch weiter sich korrigieren könnte. Wenn sich das jetzt hier haltet bei diesen 40, 41 über eine längere Zeit, dann würde ich das einfach weiterhin beobachten, bis sich mal langsam eine positive Kursentwicklung, ein Trend nach oben entwickelt und dann mal dieser Abwärtstrend, den wir jetzt hier seit 2018 hatten, mal durchbrochen wird. Sollte das stattfinden, dann ist das durchaus ein sehr klares Kaufsignal. Aber aktuell ist es wirklich einfach, gibt es einfach kein klares Signal, das einem wirklich zum Einstieg hilft. Und es macht einfach auch keinen Sinn, zu diesem Zeitpunkt in dieses fallende Messer zu greifen, weil die Chancen, dass es einfach noch weiter runtergeht, sind massiv höher, dass es jetzt plötzlich der Kurs komplett umkehrt und nach oben schießt. Das kann passieren, eben sobald mal wieder positive Nachrichten kommen, sobald hier mal grundsätzlich der Tiefpunkt der Negativschlagzeilen erreicht ist, dann wird sich das wahrscheinlich relativ schnell wieder kehren. Aber ich würde dir empfehlen, hier nicht zu spekulieren und das Ganze jetzt einfach zu beobachten, wie sich das künftig
hier entwickelt, gerade bei dieser magischen Linie um die 40, 41 Euro rum. Für mich deshalb aktuell noch kein Einstieg. Ich beobachte das Ganze sehr genau. Für mich ist aber das Unternehmen grundsätzlich sowieso nicht so interessant, weil mir halt ein bisschen das Wachstumspotenzial fehlt. Kurzfristig ist durchaus ein Kursausbruch nach oben, eine Korrektur durchaus möglich. Aber ich bin ein langfristiger Investor und sehe einfach in anderen Unternehmen viel mehr Potenzial, viel mehr Wachstum. Auch die hohe Dividende, die ist zwar attraktiv, aber ich bin kein Dividendeninvestor. Für dich kann das anders aussehen, je nach Zielen und Wünschen und Präferenzen, die du hast. Aber deshalb sehe ich hier für mich das Ganze nicht so interessant. Nichtsdestotrotz möchte ich noch auf die Dividendenthematik eingehen. Sollte jetzt das Ganze, das Dividendenwachstum, das man jetzt in den letzten Jahren und sogar Jahrzehnten ausweisen konnte, weitergehen, dann hätte man bis 2028, wenn du jetzt heute kaufen würdest, eine persönliche Dividendenrendite von ca. 10%. Und das ist durchaus eine ganz heftige Hausnummer. Also bei einem Unternehmen, das nicht krank ist, das grundsätzlich kernsolid aufgestellt ist, aber einfach keine starken Wachstumsmöglichkeiten mehr hat, kann das durchaus auch ein vernünftiges Investment sein, wenn das denn deine Strategie ist, wenn du ein Dividendeninvestor bist, wenn du Cashflows erzielen willst und die Kursgewinne nicht mehr so wichtig sind, würde ich das wirklich absolut ins Auge fassen, weil es gibt wenige Unternehmen, die eine so hohe Dividende zahlen und gleichzeitig einfach vom Verschuldungsgrad her, vom Potenzial so solide dastehen wie BASF. Und deshalb kann man das Unternehmen nicht einfach verteufeln, nur weil man jetzt halt hier nicht mehr so ein wahnsinniges Wachstumspotenzial sieht. Das muss man wirklich individuell für sich beurteilen, ob das Ganze Sinn macht. Das muss zu deiner Strategie passen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mir ein Like da lässt, wenn du ein Abo da lässt, weil es werden weiterhin spannende Analysen kommen. Es kommen auch Videos zu allgemeinen Themen. Und wenn du für dich grundsätzlich lernen willst, wie du für dich eine individuelle Anlagestrategie entwickeln kannst, ob solche Dividendenaktien wie BASF für dich Sinn machen, ob du lieber in Wachstumswerte investieren willst oder grundsätzlich überhaupt nicht der Typ bist für Einzelaktien, vielleicht machen für dich ETFs mehr Sinn, dann geh doch auf www.matthiaschristen.com und melde dich an für ein kostenloses Erstgespräch. Ich nehme dann sehr gerne Kontakt mit dir auf. Wir werden uns deine Ist-Situation anschauen, dein Portfolio durchleuchten, mal schauen, ob du bereits eine sinnvolle Strategie für dich hast oder ob hier noch Anpassungen notwendig sind. Das Ganze ist kostenlos. Nimm diese Gelegenheit wahr. Ich würde mich sehr freuen. Dein Matthias Christen.